Herzlich willkommen, ich begrüße euch zu dem heutigen Video. Ich will euch hier heute einen Geigerzähler zeigen. Dieser Geigerzähler lag jetzt etwa ein halbes Jahr unter meinem Schreibtisch. KSMG 11 Marta. Das ist so ziemlich das modernste Gerät, was es in der DDR gab. Hier, der ist 89 hergestellt. Der lag ein halbes Jahr unter meinem Schreibtisch. Ich habe immer mal wieder versucht, damit was anzufangen und daraus schlau zu werden. Ich bin meistens gescheitert. Heute habe ich mich durchgekämpft. Heute habe ich es endlich geschafft, dass er mir einen Messwert anzeigt. Eigentlich habe ich gar keine Lust auf das Video, weil ich das meiste von diesem Gerät immer noch nicht verstehe. Aber, wie gesagt, ich habe es nach langem Recherchieren und rumprobieren endlich geschafft, dass ich einen Messwert angezeigt bekomme. Und seht dieses Video daher als kleine Dienstleistung, als kleinen Gefallen für all jene, die so ein Gerät haben und damit ebenfalls verzweifeln. Die Erfahrung lehrt, wenn ich bei irgendwas Probleme habe und mich durchkämpfen muss, dann haben viele andere das Problem auch. Der ist so eine Art Dauerleihgabe. Und ich wollte ihn endlich zurückgeben. Ich wollte ihn aber nicht zurückgeben, bevor ich ihn verstehe, damit klarkomme. Nein, ich verstehe ihn immer noch nicht wirklich. Und nein, ich komme immer noch nicht wirklich mit klar. Aber ich zeige ihn euch. Und ich habe es endlich geschafft, dass er mir Messwerte anzeigt. Und man findet erstaunlich wenig dazu. Darauf wollte ich raus. Wirklich, man findet sehr, sehr wenige Infos dazu. Robotron, Messelektronik, September 1989. Ein Garantiezertifikat. Es sind sehr seltsame Formulierungen in der Anleitung drin. Und das Gerät ist wirklich, es stammt halt aus so einer Zeit, wo man diese LED-Anzeigen hatte und diese Folientaster. Ja, da kam es mit der Halbleitertechnologie, dann hat man Geräte so gebaut. Leider sind sie nicht selbsterklärend, alles andere selbsterklärend. Das ist ein Umhängeriemen. Den tue ich einfach mal zur Seite. Das Gerät ist absolut für einen Atomkrieg vorgesehen. Und das ist dafür vorgesehen, dass man Zusatzgeräte anschließt. Diese Zusatzgeräte habe ich alle gar nicht. Man kann ihn aber auch so als Handgerät benutzen. Kernstrahlungsmessgerät. Heißt KSMG. Ja, hier in der Anleitung. Ich zeige euch da kurz ein paar Sachen. Das sind die diversen Zubehörteile, dass man es in Fahrzeugen verbauen kann, mit einer externen Messsonde und so weiter. Messwerte wird in Gray angezeigt, das ist heute auch sehr unüblich. Man kann die dann hier auf REM umrechnen und so weiter. Also man tut sich oft ein bisschen schwer mit den angezeigten Messwerten. Auf jeden Fall 0,1 Millirem die Stunde bis 1000 Rem die Stunde. Das sind Werte, wie gesagt, die sind total für den Atomkrieg und nicht zum Lebensmittelprüfen und so weiter. Hier ganz wichtig, Gamma. Dieses Gerät misst nur Gammastrahlung. Es misst keine Alpha und es misst keine Beta-Strahlung. Das ist für die Benutzung im Alltag sehr unpraktisch. Ich habe einen meiner Söks in diese Tasche reingetan. Ich lege den einfach mal daneben und dann seht ihr diesen massiven Unterschied. Was wiegt der? 50 Gramm oder sowas. Was der wiegt, steht hier gleich irgendwo. Und wie gesagt, viele Formulierungen in der Anleitung verstehe ich auch nicht wirklich. Dafür muss man wahrscheinlich Physik studiert haben, um die zu verstehen. Genau, er misst nur Gammastrahlung. Das ist nicht wirklich praktisch. Temperaturbereich 2,5 Kilo.
Das ist ein Haufen Holz. Das ist wirklich schwer. Ich bekomme ab und zu Kommentare, dass diese kleinen zivilen Geräte ja zur Krisenvorsorge nichts bringen, weil der Messbereich nicht ausreicht. Ja, der Messbereich ist für einen wirklichen Kernwaffeneinsatz sehr gering, zu gering. Aber dieses Gerät ist dafür vorgesehen, dass man im Atomkrieg draußen Aufklärung betreibt. Damit hätte man die Grenzen des Fallout erkundet. Und dafür braucht man einen riesigen Messbereich und alleine diese Arbeit ist absolut lebensgefährlich. Aber in einem Fall des Falles zur Krisenvorsorge will ich nicht die Grenzen des Fallout-Bereichs erkunden. Und da will ich in meinem Keller hocken. Und wenn er am Anschlag ist, dann muss man halt seine entsprechenden Maßnahmen treffen und schauen, dass man so viel Material zwischen sich und die Außenwelt bringt, um die aufgenommene Dosis zu reduzieren. Ja, da sind die an der Grenze. Das steht außer Frage. Aber dafür kann man mit so einem Gerät fast nichts anfangen, wenn gerade kein Atomkrieg herrscht. Daher bin ich kein großer Fan von den Geräten. 2,5 Kilo. Temperaturbereich 6 Stunden Betriebsdauer. Das Gute ist, da sind normale Mignon-Batterien drin, zeige ich euch gleich. Und 1,5 Meter Wassertiefe hält er aus. Das heißt, das sind meistens mehr theoretische Werte. Das heißt halt, dass er Spritzwasser geschützt ist. Was ich leider nicht herausgefunden habe, ist, ob das Gerät gegen EMP geschützt ist. Ich gehe sehr davon aus, so massiv wie es ist. Hier sind die Batterien drin. Hier ist nicht die Sonde, sondern das ist der Lautsprecher und der Piepser, sagen wir mal, der piept ja nur, die Aufhängung. Dann glauben viele, das hier wären die Messsonden. Nein, das sind sie nicht. Das ist die elektrische Kopplung für das Zubehör und hier sind die Haken, wo am Zubehör befestigt wird. Er funktioniert nicht mit einem Geiger-Müller-Zellrohr, wie die meisten anderen. Der funktioniert mit Halbleiter-Elektronik und die Messsonden, das sind zwei Stück, die sind hier hinter, die sind hier drin. Wenn man jetzt hiermit irgendwelche Proben messen will, dann kann man sie hierher, hierher oder hierher halten. Aber wie gesagt, das hier sind nicht die Messsonden hier unten. Ich zeige euch hier gerade mal den Batteriebehälter. Den Batteriebehälter, den hält man am besten nach unten, wenn man aufschraubt und einschraubt. Normale AA-Batterien. Hier ist die Polung aufgeschrieben. Hier muss man darauf achten, die liegen nebeneinander, die werden aber trotzdem beide so rum reingelegt, dass die Pluspole oben sind an einer Stelle. Und hier ist eine Aussparung. Die Aussparung, die muss dann mit diesem Nupsi da übereinstimmen. Wirklich ein massives Gerät. Ich zeige euch hier noch ein bisschen die Beschreibung. Vielleicht hat jemand die Anleitung nicht. Daher zeige ich euch das, dann könnt ihr da Pause machen. Das hier ist das Bedienfeld für die Dosis und das für die Dosisleistung. Man schaltet ihn hier an. Mit diesem Knopf schaltet man ihn an. Und das sind die Ausknöpfe. Um ihn auszuschalten, muss man beide Knöpfe drücken. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, dass er nicht aus Versehen ausgeht und die aufgenommene Dosis löscht. Wenn man hier drückt, jetzt mal gucken, ob man es ein bisschen sehen kann. Ich mache es vielleicht ein bisschen dunkler, das Licht. Dann leuchtet hier eine Leuchtdiode, diese gelbe. Und wenn man Dosisleistung drückt, also das ist die Menge der Strahlung, die man aufgenommen hat im Laufe der Zeit.
Und die Dosis-Leistung ist der sogenannte, also sozusagen Geigerzähler-Funktion, also das misst die aktuell vorhandene Strahlung. Das war jetzt ein bisschen falsch, was ich gesagt habe. Egal. Und da kann man umschalten. Hier oben brennt, das ist ein Pfeil nach oben, ein Pfeil nach unten, der zeigt einem an, ob die Strahlung steigt oder sinkt. Steht hier drüber, wofür die sind. Hier, das ist dieser kleine Punkt, heißt, dass der Lautsprecher aktiviert ist. Den müsste ich hiermit ausschalten können. Genau. Jetzt ist der Warnton, wenn es einen gewissen Grenzwert übersteigt, bei der Dosis oder Dosisleistung, geht bei beidem, piepst es hier los und die Leuchtdiode zeigt das an. Und wenn man hier drauf drückt, leuchtet der Punkt jetzt wieder. Diese beiden gewählten Pfeile sind was total Kurioses. Das ist eine Warnung, dass Anfangsstrahlung vorhanden ist. Das, was man in der Schweizer Armee Strahlendusche nennt. Das tritt nur auf, wenn eine Atombombe explodiert in den ersten Sekunden. Dann kommt die Anfangsstrahlung und das detektiert die. Und dann warnt das Gerät einen. Also es ist total kurios, sollte man nicht mitbekommen, dass gerade eine Atombombe explodiert, warnt das Gerät einen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man das braucht. Ich glaube, jeder von euch würde mitkriegen, wenn eine Atombombe explodiert. Die Taster sind zum Einstellen der Grenzwerte. Dann drückt man hier drauf, tippt den Grenzwert ein, den man haben will, und drückt dann eine von diesen Pfeiltasten, um das zu speichern. Ja. Und jetzt habe nicht nur ich das Problem, das haben andere auch, dass hier einfach nichts passiert. Sie schalten das Gerät an und es passiert nichts. Ich mache es jetzt nochmal etwas dunkler, dass man das besser sehen kann. Und nach ein paar Sekunden dimmt sich das Licht und dann leuchtet es nur noch ganz schwach. Ja, man kann es sehen, um die Batterien zu sparen. Dann tippt man hier einmal wieder drauf auf das, was man aktuell hat. Also Dosis-Leistungsmessen habe ich hier. Dann wird es wieder hell. Und hier bleibt es stehen. Das hat wohl den Hintergrund, dass es jetzt in einem sehr hohen Messbereich ist. Wenn man das Gerät startet, in einem sehr hohen Messbereich, und den kann man auf relativ komplizierte Art umschalten, wenn man diese Taste drückt und diese Taste drückt. Und jetzt sollte es umschalten. Ich hoffe, es funktioniert. Und dann zeigt er endlich einen Messwert an. Und das ist genau das, was ich lange nicht wusste. Und das steht ganz hinten versteckt in der Anleitung. Hier ist die Funktionskontrolle. Ich glaube, die gehe ich jetzt nicht durch. Dosis-Leistungsmessung mit adaptivem Messwert. Er zeigt immer noch nichts Gescheites an, glaube ich. Und hier ist es erklärt. Super komplizierte Formulierungen. Wie gesagt, ich verstehe die meisten Sachen nicht. Ich zeige es euch trotzdem, weil ich denke, dass diejenigen, die dieses Gerät haben, davon profitieren, wenn ich das erzähle. Noch ein bisschen aus der Anleitung. Hier ist dann die Bedienung mit Zusatzgeräten erklärt. Jetzt zeigt er endlich was an. Das hier ist übrigens ein Komma, Komma 00. Jetzt nehme ich mal hier meine japanische Technologie. Totaler Schmarrn, ist natürlich aus China und so ein Quacksalber-Ding. Egal, muss man nicht ausführen, habe ich euch schon öfter erzählt, öfter gezeigt. Und wenn ich das hier dran halte, müsste das in jetzt 0,3. Müsste das etwas steigen. 0,2. Legen wir es mal unten drunter. Und schauen mal, was passiert. Der
Die Trendanzeige, die ändert sich nicht. 0,1. Dann nehmen wir es gleich mal wieder weg und schauen, ob der Wert verschwindet und sich wieder auf 0,0 stellt. Es macht wirklich keinen Spaß, das Gerät. 0,7. Ja, man kann es sehen im Video. Es ist wirklich dafür vorgesehen, dass es im Schützenpanzer montiert wird und hinten die Werte abgelesen werden. Gut. 0,1. Jetzt nehmen wir es mal weg und schauen, dass es auch wieder brav sinkt. Ich bin mir sicher, derjenige, für den ich das, die Axalp-Karte hingehängt habe, weiß genau, dass es für Sie ist. Viele Grüße. Hängt extra nur für dich da. Heißt ja Clickbait und so. 0,2. Es sinkt nicht so, wie ich es erwartet hätte. Also man hat keinen Spaß damit, wirklich nicht. Dieses Komma, diese Komma-Diode, Leuchtdiode, die blinkt bei jedem gemessenen Zerfall. Diese hier. Und das ist das, wo ich sage, dass das Piepen so praktisch ist. Das Ticken. Wenn ein Geigerzähler tickt, merkt man sofort, ob die Strahlung steigt oder sinkt. Man sieht sie ganz schwach. Hier. Und wenn ich es hinhalte, müsste es eigentlich mehr blinken. Ja, ich denke, man sieht es, dass sie öfter blinkt. Ja, vielen Dank fürs Ausleihen. Du weißt auch, wen ich meine. Du wirst das Video wahrscheinlich sehen. Ja, entschuldigt, dass ich euch jetzt hier dieses Gerät nicht besser vorstelle, nicht professioneller vorstelle und erkläre, was es alles kann und wie das alles funktioniert. Das ist wirklich anstrengend und macht mir keinen Spaß. Jetzt zeigt es hier den Trend an, dass es steigt mit dem roten Pfeil nach oben. Ihr seht, es zeigt was an. Es zeigt wilde Sachen an. Jetzt wieder sinkend. Ich weiß schon, warum ich diese Geräte hier so mag. Ja, belassen wir es dabei. Beide Knöpfe gleichzeitig und er schaltet sich aus. Ist kein Gerät, zu dem ich irgendwie raten kann, es zu kaufen. Wirklich nicht. Ist irgendwie cool, es zeigt die Technik von damals. Die war ja in der BRD, in Westdeutschland, war die ja eigentlich genauso. Diese roten LED-Anzeigen, diese Folientastatur. Wenn ich dieses Gerät mit dem Geigerzähler der Bundeswehr vergleiche, mit den Geigerzählern, da gab es ja ganz unterschiedliche Generationen, ist die Bedienung davon um Welten komplizierter, um Welten schlechter. Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich um Welten. Ein Bundeswehrgerät, das kann jeder anschalten, das ist total selbsterklärend. Und hier ist man am Kämpfen und am Machen und am Tun. Es mag ein gutes Gerät sein für ausgebildete Leute im Atomkrieg, das mag so sein. Ja, wie gesagt, ich bin froh über meine zivilen Geräte oder eben über die aus Westdeutschland, wo ich die Bedienung eigentlich erheblich besser finde. Ich hoffe, das war für diejenigen, die mit diesem Gerät ebenfalls verzweifeln, ein bisschen hilfreich. Es ist ein langweiliges Video.
Macht's gut und ich wünsche euch nur das Beste. Ciao.